Willkommen bei Mit dem Himmel verbunden. Urlaub. Was für ein wunderbares Wort. Im Teuto Express, unserer Wochenzeitung, die wir hier auch bekommen in Dissen, da habe ich von Volker Göcks, unserem Redakteur hier, gelesen in seinem Editorial, was Urlaub eigentlich bedeutet. Urlaub ist was Wunderbares, denn Urlaub bedeutet Erlaubnis. Das kommt nicht von Laub oder sowas, sondern von Erlaubnis. Der Begriff geht vielmehr zurück auf das althochdeutsche Wort Urlaub. Das bedeutete zunächst einmal nichts anderes als die Erlaubnis, irgendetwas zu tun oder zu lassen. Im Mittelalter wurde daraus dann die gnädige Genehmigung für einen Ritter, sich aus dem Blickfeld eines Vorgesetzten oder auch einer edlen Dame zurückzuziehen. Dank der Demokratisierung der Gesellschaft kamen schließlich irgendwann auch Menschen wie du und ich in den Genuss von Urlaub und durften uns ein paar Wochen von unseren Arbeitsplätzen entfernen. Das ist doch mal richtig schön. Urlaub bedeutet Erlaubnis. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dann denke ich an die unglaublich vielen Erlaubnisse von Gott. Wir haben die Erlaubnis, den siebten Tag für uns zu nutzen, auszuspannen, das zu tun, was man sonst nicht tut, sich die Zeit zu nehmen für sich selbst, für die Begegnung mit Gott. Und wir haben ganz viel Erlaubnisse in diesem Leben. Gott stellt uns die ganze Welt ja zur Verfügung. Und wir haben die Erlaubnis, uns nicht kaputt zu machen. Das ist gut, dass ich das hier gelesen habe und dass ich daran auch denken kann, denn die letzten Wochen waren wieder so ziemlich die alte Mühle bei mir. Ich merke, das, was mich wirklich knechtet, das ist ja nicht Gott, sondern das sind irgendwelche Einreden, die ich irgendwie in dieser Gesellschaft von meinen Eltern, von irgendwem aufgenommen habe oder die ich mir selber irgendwie geholt habe. Einreden, es muss mehr sein. Was ich tue, ist nicht genug. Das finde ich in der Bibel nicht. Gott sagt so, du bist mein geliebtes Kind zu mir. Daran möchte ich mich erinnern. Und dazu habe ich die Erlaubnis vom Höchsten. Die Erlaubnis, mach Urlaub. Die Erlaubnis, nimm Abstand von dem, was dich die ganze Zeit beschäftigt und gönn dir auch mal Zeit für dich. Das habe ich auch gemacht in den letzten Wochen. Deshalb habe ich auch manchmal jetzt in dieser Zeit weniger gepostet. Ich finde es wunderbar, sich daran zu erinnern, dass wir die Erlaubnis haben, auszuspannen. Vielleicht geht es nicht in diesem Jahr in Urlaub zu fahren. Vielleicht hat sich auch noch nichts Gutes gefunden. Also zum Beispiel auf ewigkeitsurfen.de kann man noch 2 Männer-Kite-Camps, da gibt es noch Plätze frei, da kann man auch schön Urlaub machen. Fantastisch, sich zu erlauben, mal was Neues auszuprobieren. Aber vielleicht ist es auch so, dass es gar nicht geht. Dass man es finanziell nicht hinkriegt oder dass es einfach aus irgendwelchen anderen Gründen nicht möglich ist, in den Urlaub zu fahren nach all diesen Schwierigkeiten in diesem Frühjahr. Trotzdem haben wir die Erlaubnis, auszuspannen, die Erlaubnis, die Sachen zu Hause auch liegen zu lassen. Weil Gott uns zutiefst nicht knechten möchte, sondern uns neue Kraft geben möchte für die Dinge, die anstehen. Oder einfach so Zeit für sich zu haben. Zeit auch vielleicht für ein gutes Buch. Mal gucken, was es bei christlichen Verlagen gibt. Wunderbare Sachen, die einem helfen, auszuspannen. Aber vielleicht ist es auch dran, gerade eben mal nichts zu lesen, nichts zu tun. Von Gott her haben wir die Erlaubnis, nutzen wir sie, genießen unseren Urlaub. Zeit für uns, die Erlaubnis, mal Dinge sein zu lassen.